Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Faktor Personal in Krankenhaus und Altenpflege. Die Personalarbeit im Gesundheitswesen ändert sich rasant. Daher müssen sich nicht nur Personaler, sondern vor allem auch Führungskräfte und die Geschäftsleitung intensiv damit befassen. Genau dabei unterstützt dich Dr. Lars Holdorf mit diesem Podcast. Seine Mission ist, dass du im Konkurrenzkampf um Mitarbeiter und Talente erfolgreich bleibst oder wirst. Hallo und willkommen, hier ist Lars Holdorf. In dieser Folge erfährst du, was genau sich hinter dem Begriff New Work verbirgt, welche Methoden und Konzepte dazugehören und wie das Ganze in der Praxis funktionieren kann. Und dazu begrüße ich als Interviewgast Markus Reif. Hallo Markus. Hallo Lars, grüß dich. Ich stelle dir den Zuhörern zunächst noch mal ganz kurz vor, auch wenn du ja schon mal ein Interviewgast warst in einer der vorherigen Folgen. Ja, das ist Markus. Markus Reif ist seit 25 Jahren in der Personalwelt aktiv und in seinen Rollen als Chief People Officer, Personalleiter, Leiter des Recruitings und Employer Brandings für unter anderem Goldman Sachs, Kienbaum, Ernst & Young, Accenture, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jobpilot und TMP Worldwide verantwortet er national und international moderne Personalarbeit und auch zahlreiche Transformationsprojekte. Markus hat viele Publikationen zu den Themen Personalmanagement, Arbeitswelt, Recruiting, Employer Branding, Führung und modernes Leadership sowie Change Management und HR-Transformation veröffentlicht. Er selbst sowie sein HR-Blog, den es seit 1998 gibt, sind mehrfach ausgezeichnet worden. Okay, Markus, dann lass uns starten. Für die meisten Personaler ist New Work vermutlich nichts Neues, aber bei Führungskräften und in der Geschäftsleitung ist der Begriff nicht zwingend bekannt. Von daher, lass uns damit starten, dass du den Hörern zunächst mal überhaupt erklärst, was bedeutet der New Work? Und manchmal hört man in dem Kontext ja auch den Begriff Arbeitswelt 4.0. Ist das das Gleiche oder unterscheidet sich das? New Work ist aus meiner Sicht ein Überbegriff. Darunter versteht man, darunter versteht eigentlich jeder das, was ihm gerade so einfällt und was ihm gerade in sein Thema passt. Im Grundsatz geht es um die Selbststeuerung der Mitarbeiter, um Augenhöhe in der Führung, um moderne Kultur und verantwortliches Handeln der Einzelnen. Und der Begriff Arbeitswelt 4.0 ist in meiner Beobachtung seit einigen Jahren sehr stark synonym verwendet mit New Work und beschreibt die sich wandelnden Anforderungen an die Arbeitswelt. Und dieser Begriff New Work, der kommt ja durch den Philosophen und seine philosophische Betrachtung Friedhof H. Bergmann. Das ist ein deutscher Philosoph, der in den USA als Professor aktiv war und dort diese philosophische Betrachtung Arbeit ist das, was ich wirklich, wirklich will, umgesetzt hat. Und sein New Work-Modell ist eigentlich ein Gegenmodell zum Kapitalismus. Also wer über New Work spricht, meint eigentlich kein Gegenmodell zum Kapitalismus, sondern eher moderne Arbeitsformen. Deswegen glaube ich, dass New Work momentan eher Arbeitswelt 4.0 in der durchschnittlichen Diskussion beschreibt, weil Arbeitswelt 4.0 viel stärker auf Kultur, auf Führung, auf Arbeitsorganisation abzielt. Okay. Dann lass uns mit dem Fokus gerne weitermachen. Du hast jetzt gerade schon ein paar Stichworte genannt. Was sind denn die Hauptmerkmale von New Work in dem jetzt zuletzt beschriebenen Sinne und wie verändern sich dadurch vielleicht Arbeitsmethoden in der Praxis? Im Kern geht es um den notwendigen Wandel der Arbeit, wie wir sie organisieren, die moderne Entwicklung der Führung und der Kultur von einer traditionell gerade in Deutschland sehr verhafteten Input-Orientierung zu einer Output-Orientierung. Sie geht von starren Präsenzzeiten hin zu mehr Flexibilität von Arbeitszeit, aber auch Arbeitsort. Sie entwickelt Führung weiter von einem sehr tradierten Modell durch Weisung und Kontrolle zu mehr Vertrauen und mehr Verantwortung. Das sind Maßnahmen, um die soziale Transformation der Digitalisierung erfolgreich zu machen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht auch gerade so ein zeitgeistiges Thema. New Work spielt im Mehrklang Variabilität, Flexibilität, Vertrauen und Verantwortung. Okay. Hört sich nach einem auch relativ weitgehend neuen oder für viele Führungskräfte sicherlich neuen Verständnis von Mitarbeiter oder auch dem Verhältnis Chef und Mitarbeiter an. Welche Art von Mitarbeiter schätzt der New Work besonders? Vielleicht gibt es ja schon Erfahrungen. Also ich meine jetzt Mitarbeiter unterschiedliche Typen, Richtung Alter, Fachrichtung, Arbeitsmethodik. Wo kommt es gut an?
Also nach meiner Beobachtung gibt es da keine besondere Generationenabgrenzung. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein Thema ist, was die Generation Y, X und Z bis hin zur Generation Alpha irgendwie als das Nonplusultra bezeichnen und die Generation ältere Generation X und Babyboomer das total ablehnen. Das kann man so nicht sagen. Die jüngeren Kolleginnen und Kollegen haben mit Sicherheit einen deutlich höheren Anspruch an Kultur und Führung und ziehen auch viel schneller die Konsequenz, wenn das nicht eingehalten wird. Das messen wir Personale in Fluktuation, ist für uns eine der wesentlichen Währungen für Veränderungen, gerade in Kultur- und Führungselementen. Aber wir Älteren ziehen natürlich nach mit den Wünschen, die wir uns früher vielleicht auch gar nicht getraut haben zu fragen. Also auch wir haben das Bedürfnis nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch wir hätten gerne den ein oder anderen Tag Arbeit von zu Hause. Das Homeoffice ist nur ein griffiges Beispiel. Aber es gibt noch viele Beispiele mehr. Es geht um Partizipation bei Entscheidungen. Es geht um Augenhöhe in der Führung, in der Mitarbeit. Es geht um Entscheidungsfreiräume, die ich selbst habe. Es geht um Selbstverantwortung für meine Tätigkeit, Autorität zur Gestaltung meines eigenen Verantwortungsbereichs und so weiter. Das sind alles Kennzeichnungen von der Arbeitswelt 4.0. Okay, das sind ja viele Elemente, die du gerade beschrieben hast, sind ja für die wirklich jüngsten Generationen im Arbeitsleben, sagen wir mal, klare Forderungen, die sie sozusagen an Arbeitgeber stellen und dort auch kommunizieren. Würdest du so weit gehen, das ist jetzt zwar nicht zwingend zum Thema, aber indirekt schon interessant, dass dadurch, dass junge Generationen diese Themen mehr oder weniger als selbstverständlich im Arbeitsleben und im Jobkontext darstellen, dass dadurch ältere Generationen auch ermutigt worden sind, dass diese Dinge durchaus in Reichweite, Greifnähe sind, oder? Das auf jeden Fall. Guck doch mal uns beide an. Wir sind ja sozialisiert worden mit so Empfehlungen, die unsere Väter und Mütter uns mit auf den Weg gegeben haben. Eine davon war mit Sicherheit: bei deinem ersten Arbeitgeber bleibst du mindestens 7 Jahre, sonst sieht es im Lebenslauf schlecht aus. Mhm. Das nächste Element war: wer was werden will, muss hart arbeiten. Das nächste war, du musst immer so lange im Büro bleiben, dass du vor dem Chef da bist und wenn der Chef gegangen ist, immer noch an deinem Tisch sitzt, weil nur das einen hochperformanten Mitarbeiter auszeichnet und man somit diese sehr anachronistischen Leistungsbeurteilungen auch an oberer Stelle übersteht und nicht nach unten durchgereicht wird. Ich glaube, dass die Mitarbeiter, die jetzt jüngeren Grades sind, die sind natürlich ganz anders sozialisiert als wir beide. Wir beide waren mit Sicherheit durch Geld am ehesten zu attrahieren, auch für den Berufseinstieg. Am Ende macht eine Karriere aber nicht Geld aus. Also diejenigen, die für Geld kommen, die werden auch für Geld gehen und die für Geld bleiben, werden auch für Geld irgendwann gehen. Und die Jüngeren, die setzen Geld gar nicht mehr so an die Spitze der Attribute, die für die Entscheidung für einen Arbeitgeber wichtig sind, sondern für die ist Sinn bei der Tätigkeit, Entwicklungskurve, Lernmöglichkeiten, Vielfalt bei der Arbeit, Selbstverantwortung, das sind Elemente, die viel weiter oben stehen. Und deswegen glaube ich, ist es so, dass die jüngeren Generationen der Zündfunke sind, der auch diese soziale Transformation durch die Belegschaft hinweg über alle Altersgruppen deutlich treiben wird. Okay, also es kommt im Prinzip dadurch, dass jüngere Mitarbeiter in Unternehmen fortwährend eintreten, werden da zumindest kleine Saatkörner gesetzt, um das Thema weiter in die Organisation zu bringen, ne? Ja, guck dir an, in den nächsten 10 Jahren verschwindet die gesamte Alterskohorte der Generation Babyboomer in der Rente. Das ist die geburtenstärkste Generation, die wir finden. Sie endete im Prinzip mit dem Pillenknick 1964. Und seitdem gehen eben weniger Menschen in den Arbeitsmarkt hinein, als diejenigen, die ihn verlassen. Ja. Und durch diesen demografischen Wandel haben wir natürlich einen ganz anderen Druck auch auf das Thema, wie kann ich Talente gewinnen, wie kann ich Talente binden und wie kann ich Talente weiterentwickeln. Also dieses Thema Recruiting, Employer Branding war ja vor 25 Jahren überhaupt noch nicht so prominent bekannt. Also die Rekrutierung wurde durch den HR-Generalisten gemacht, zusammen mit den Fachbereichen. Employer Branding gab es nicht, da redete man noch stupide vom Personal Marketing. Also wie kann ich denn Anzeigen schalten, um dann den Ansturm der Bewerber irgendwie Herr zu werden? Und heute hat sich das komplett gewandelt von einem Arbeitgebermarkt, der sich seine Bewerber aussuchen konnte, hin zu einem konzentrischen Arbeitnehmermarkt. Und heute ticken die Uhren halt anders und deswegen spielt auch Kultur eine viel größere Rolle. Ich glaube, das sind die Elemente, die die soziale Transformation auch viel stärker beschleunigen. Okay, ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen für die Zuhörer, die insbesondere eine Geschäftsleitung sind oder eine Top-Führungsebene.
dieses Themas oder um das Thema wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer weniger herumkommen. Deshalb macht Sinn, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, mal zu hinterfragen, was kann das vielleicht für unsere Organisation bedeuten, wie müssen wir uns anpassen. Eine Frage, gibt es Studien dazu, wie sich New Work auf den Unternehmenserfolg auswirkt? Ich denke, es gibt sicherlich noch nicht große Organisationen, die komplett auf New Work sitzen, aber vielleicht gibt es ja kleine Studien, von denen du vielleicht gehört oder gelesen hast, weil am Ende ist ja so, jetzt haben wir gerade gehört, die Wünsche und Forderungen, die bringt die junge Generation mit in Organisationen. Trotzdem stellt sich natürlich eine Geschäftsleitung zunächst mal die Frage, was bringt das denn? Mut zur Veränderung sollte ja auch positive Effekte nach sich ziehen. Nur um was Neues zu machen, wäre der eine oder andere zögerlich, ein Risiko der Veränderung einzugehen. Von daher Frage, ja, gibt es da schon Belege, dass New Work auch den Output am Ende positiv beeinflusst? Ich glaube, dass dazu der Trend noch viel zu gering ist, um dort valide Studien zu veröffentlichen. Das, was man liest, ist, dass agilere Unternehmen, die mehr Verantwortung an die Mitarbeiter geben, eine höhere Margenorientierung haben. Auch das kann man flankieren mit Firmen, die mehr Frauenanteil in der Belegschaft, in der Führung und im Management haben, dass die viel besser performen. Und wenn wir das jetzt nochmal umdrehen, also das Gegenteil von New Work betrachten, also klassische Führungsstile, paternalistisch und autoritär mit dem Führungsprinzip Command and Control betrachten. In solchen Systemen wird ja Innovationsfähigkeit so weit geschliffen aufgrund dieses Micromanagements und der Risikominimierung, die in diesen Systemen herrscht, dass nur noch der Dienst nach Vorschrift mit 9-to-5 zu beobachten ist. Und was dabei herauskommt, können wir an Firmen wie Kodak und Nokia und anderen Beispielen sehr gut beobachten. New Work ist auf der anderen Seite die Fähigkeit, durch die maximale Befähigung, Freiraum und Kreativitätsförderung ein Maximum aus der Mitarbeiterschaft herauszugewinnen. Und New Work ist ein Garant dafür, dass ich Innovationsfähigkeit erhalte und ausbaue. Die paternalistischen Führungsstile sorgen eher dafür, dass es abgebaut wird. Okay, das sind ja auf jeden Fall sehr positive Effekte, kann man ja ganz, ganz objektiv sagen. Wie gerade schon angedeutet, da braucht man natürlich dann auch ein anderes Grundverständnis für Mitarbeiter, Führung, Vertrauen und so weiter. Wie klappt das? Würdest du so weit gehen und sagen, dass die jetzigen Führungszirkel da ja fast schon sowas brauchen wie eine Schulung oder reicht einfach eine gewisse Offenheit? Denn wer das alte System vielleicht 15, 25 Jahre praktiziert hat, für den ist es natürlich schwierig, sich dem Neuen direkt zu öffnen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Du kennst ja auch Transformationsprozesse. Vielleicht kannst du da sonst aus einem anderen Kontext einfach mal analog was ableiten. Also das, was wir erleben, ist, dass sich Führung natürlich immer entwickelt. Und Führung hat in der Entwicklung auch immer was mit Sozialisierung zu tun. Also fange ich in einem gewissen Unternehmen an, bin ich Teil eines Systems. Ich versuche natürlich automatisch, mich diesem System anzupassen. Also ist dort zum Beispiel, ich komme aus einem Unternehmen, wo sehr stark Homeoffice gelebt wurde und komme in ein Unternehmen, wo Homeoffice gar nicht gelebt wird, dann werde ich innerhalb der ersten Wochen lernen, dass Homeoffice meine Karriere behindern wird. Und werde Homeoffice halt sein lassen, obwohl es für mich vielleicht auch ein dringendes Bedürfnis ist. Was wir erleben, ist, dass sich Führung zu Leadership entwickelt. Was bedeutet das? Die Führung in der traditionellen Art ist eigentlich geprägt von sehr transaktionaler Führung, also tief im Detail stecken, Führung über die Fachlichkeit, sehr autoritärer Führungsstil. Und das wandelt sich gerade zu einem transformationalen und kooperativen Leadership-Stil. Das heißt, ich versuche mehr auf die Veränderung Bezug zu nehmen und versuche die Mitarbeiter mit mehr Entscheidungsbefugnissen und Verantwortung auszustatten und versuche in einem kooperativen Leadership-Team auch meinen Stil zu ändern. Nicht Order the Mufti, sondern eben Befähigung und Coaching. Und die nachfolgenden Generationen setzen natürlich verstärkt auf die Befähigung vieler anstelle auf die Einzelkämpfer an der Spitze, so wie es früher noch war. Also früher gab es ja auch immer diesen Satz, der aus meiner Sicht eine totale Fehlleistung ist, wir müssen das zur Chefsache machen. Also mit diesem Begriff, ich mache etwas zur Chefsache, erreiche ich mehrere Effekte. Der erste ist, ich mache denjenigen, der am wenigsten Ahnung von dem Thema hat, verantwortlich dafür. Und diejenigen, die Kompetenz haben für dieses Thema, denen schneide ich im Prinzip die Kompetenz ab und sage, ihr seid nicht mehr zuständig, weil der am wenigsten Ahnung hat im Unternehmen, der macht das jetzt.
Das ist ja so toxisch in ein Unternehmen hinein. Ich weiß nicht, warum das immer noch Menschen gut finden. Und dieser Einzelkämpfer an der Spitze, der stirbt halt komplett aus. Bei Arbeitswelt 4.0 geht es um die verteilte Verantwortung, weil der Teamgedanke deutlich ausgeprägter erwünscht ist und notwendig ist. Denn die reine Führungskräftekarriere, die viel mit Leiden, aber wenig mit Leidenschaft zu tun hat, die wird nicht als erstrebenswert angesehen. Gerade die jüngeren Kollegen wollen verstärkt die Mitwirkung, die Partizipation anstelle des tradierten Managements. Und man verlässt sich lieber auf die Meinung vieler anstelle nur auf die eine Einzelmeinung top-down. Ja. Weil sehr viele Entscheidungen werden getroffen von oben hinweg und niemand hinterfragt sie, um seine Karriere nicht selbst zu behindern und niemanden zu desavouieren, der dafür verantwortlich ist. Okay, verstehe. Eine Anmerkung noch zum Thema Chefsache. Die Argumentation, die du gerade hattest, kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde es zumindest in einem Kontext leicht anders sehen. Chefsache per se würde ich nicht sagen, ist kein guter Begriff, wenn man ihn versteht in dem Sinne, dass ein Thema zur Chefsache gemacht wird, weil der Chef Aufmerksamkeit drauf gibt und denjenigen, die es dann letztlich umsetzen, dafür verantwortlich ist, Budget, Mittel und Aufmerksamkeit schenkt, dann finde ich es okay, wenn es denn ein brennendes Thema ist, oder würdest du das anders sehen? Da bin ich ganz bei dir. Darum geht's. Also jemanden einfach sensibilisieren dafür. Der tradierte Begriff, wir machen das zur Chefsache, den findet man ja auch sehr oft in der Politik. Da wird dann irgendein Minister, der ein Ministerium führt mit 45.000 Mitarbeitern, erklärt, dass dieses eine fachliche Thema jetzt sein Thema ist. Mhm. Und da sitzen Hunderte oder Tausende Leute rum, die das vorher gemacht haben, die alle nicht mehr dafür zuständig sind. Ja. Am Ende ist die Wirkung daraus schädlich, auch wenn, sag ich mal, im Alltag sich der Minister nicht hinsetzen würde oder der Geschäftsführer und würde dann anfangen, jetzt irgendwelche Performance-Modelle zu erarbeiten, weil er dafür eigentlich gar nicht ausgebildet und qualifiziert ist. Das ist auch nicht die Aussage dahinter. Ja. Ist das Thema unterschiedlich oder wird das Thema unterschiedlich gelebt, gehandhabt und umgesetzt bei Geschlechtern? Oder würdest du sagen, das ist gleich, egal ob Mann oder Frau sich des Themas annehmen? Christine Lagarde hat mal einen netten Spruch nach dem Enron-Skandal gesagt. Wenn es Lehman Sisters geheißen hätte und nicht Lehman Brothers, hätten wir eine andere Welt. Und an diesem Spruch ist echt was dran. Also ich glaube auch, dass die Entscheidung von Volkswagen zum Beispiel, eine Software zu programmieren, die Emissionswerte faked, die wäre so nicht getroffen worden, wenn die ein Drittel Frauen im Vorstand gehabt hätten. Ja. Also es hat sehr viel mit Attitüde zu tun, mit Verständnis, auch mit ethischen Grundsätzen und Moral. Es tut uns gut, wenn Frauen da eine größere Rolle spielen. Und das kannst du natürlich auch extrapolieren auf die Themen Führung, weil Frauen ganz anders führen als Männer. Okay. Wenn du jetzt mal einfach losgelöst von deinen eigenen Unternehmen, in denen du arbeitest oder mit denen zu tun hast, mal so ein bisschen den Markt betrachtest, das, was du wahrnimmst, würdest du sagen, das Thema ist eher dominant in jungen Unternehmen oder in großen Unternehmen, die vielleicht sogar schon innovativ sind in puncto Personal, aber vielleicht auch die Mittel haben, mal so ein, in Anführungszeichen, teilweise ist es das ja, weil der Ausgang ungewiss ist, Experiment zu wagen? Also ich erlebe die Bemühungen, sich moderner aufzustellen in den Themen Kultur, Organisation und Führung, erlebe ich flächendeckend überall. Der ein oder andere kommt natürlich auch aus gewissen Zwängen. Also ein produzierendes Unternehmen im Mittelstand wird anders agieren als eine weltweite Unternehmensberatung oder ein mittelständischer Verlag oder ein Startup mit 80 Mitarbeitern, die ein Online-Portal betreiben. Jeder hat seine Zwänge. Jeder hat auch unterschiedliche Notwendigkeiten. Sehr viele eint ein Thema, nämlich der Arbeitskräftemangel. Und dieser Arbeitskräftemangel ist im Prinzip dieser Katalysator, der jetzt die Megatrends zusammenbringt aus Demografie, Wertewandel, Digitalisierung und Technologisierung. Und aus diesen Dingen heraus müssen wir versuchen, Elemente weiterzuentwickeln. Und sehr viel hat eben auch mit Führung, mit Leadership, mit Kultur, mit Arbeitsorganisation, mit den Beliefs, mit den Glaubenssätzen der vergangenen 30 Jahre zu tun, weil wir im Endeffekt Arbeit seit 100 Jahren gleich organisieren. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf. Und das sind wir eigentlich mittlerweile gerade in diesem tertiären Wirtschaftssektor, wo es sehr stark um Dienstleistungen und Serviceerbringung geht. Da sind wir eigentlich von jedem Punkt der Welt aus mit einem Notebook arbeitsfähig. Das betrifft natürlich nicht 100% der arbeitenden Bevölkerung. Und deswegen ist das Thema so schwierig, weil ich nicht sagen kann, folgende drei Ratschläge bitte jetzt umsetzen,
Weil diejenigen, die in der Glaserei arbeiten und eben Glas produzieren oder zuschneiden, um es dann irgendwo einzubauen, für die geht Homeoffice halt nicht, weil ich nicht von zu Hause aus ein Glasfenster einbauen kann. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch dort Elemente aus der Arbeitswelt 4.0, die ich übernehmen kann, um es in diesem Unternehmen arbeitswerter zu machen. Ja. Es geht eben um Partizipation, um Mitsprache, um Verantwortungsteilung. Und das kann ich genauso gut dort umsetzen. Wenn wir jetzt mal annehmen, es gibt vielleicht eine Führungskraft in einem Unternehmen, die mutig ist, innovativ sein möchte und sagt, okay, ich würde jetzt gerne mal entscheiden, ob New Work wirklich zum Unternehmen, zu unseren Aufgaben oder Jobs und auch den Menschen passt. Ist das eine Sache, kann man die am Schreibtisch entscheiden oder meinetwegen auch in Teams? Oder ist das eher was, wo es sich anbieten würde, mal im Pilotteam zu testen, vielleicht abteilungsweise, bereichsweise, wie auch immer? Also mit pauschalen Empfehlungen bin ich da sehr vorsichtig. Es gibt zum Beispiel bei einem großen LKW-Hersteller gibt es ein Pilotprojekt für Arbeitswelt 4.0. Da gibt es eine eigene Fläche, die mehrere hundert Quadratmeter hat, wo man Elemente aus moderner arbeitsteiliger Gestaltung mal austesten kann. Das ist eine gute Sache. Ich würde bei den Erwägungsspielräumen auf jeden Fall keine Grenzen setzen. Und ganz wichtig ist, ich habe ja Mitarbeiter, die da sind und die haben eine sehr konkrete Vorstellung davon, was geht, was gehen muss und was geschehen soll. Und die würde ich einfach einbinden und würde sagen, hier, was, lasst uns irgendwie die Dinge anders machen, lasst uns moderner werden, lasst uns eure Bedürfnisse mehr bedienen. Was wollt ihr denn? So, und danach bekommt man wahrscheinlich hunderte von vernünftigen Antworten. Und das muss man aggregieren und versuchen, daraus was zu machen und das dann glaubwürdig und authentisch von oben bis unten einmal umsetzen. Und würdest du sagen, klar, wenn jetzt die Mitarbeiter mit dabei sind, sozusagen, das auch zu ihrer Aufgabe machen, dann sind die Voraussetzungen, haben zumindest schon mal eine sehr starke Basis, denke ich. Wenn dann ein Unternehmen irgendwann die Entscheidung trifft oder die Führung ist ja zumindest am Ende verantwortlich dafür, ja, wir machen jetzt New Work zum Credo und verändern damit die gesamte Organisation. Kann man sowas im laufenden Prozess quasi mehr oder weniger ja, komplett machen oder auch da eher phasisch, bereichsweise, wenn dann wirklich die Entscheidung getroffen ist, ja, das wird unser Zielmodell. Also New Work ist ja keine Frage von Arbeitsstruktur, sondern von einer Philosophie und diese philosophische Einstellung zu Arbeit, zur Arbeitsorganisation, auch zur Verantwortung, zu Vertrauen. Das sind Dinge, die wir im Alltag sehr oft reduzieren auf Arbeitszeit- und Arbeitsortflexibilisierung. Also sehr oft wird über das Homeoffice gesprochen, weil es halt so ein griffiges Beispiel ist. Das sind zwar prominente Beispiele, die wir voranstellen, aber auch das ist ja nicht am Ende nur Arbeitswelt 4.0. Also nur weil ich jetzt von zu Hause arbeiten kann, bin ich kein modernes Unternehmen und habe keine moderne Kultur und erst recht keine moderne Führung. Ich glaube, der gute alte Phasenansatz hilft dabei. Erstmal allen Kollegen erzählen, wohin die Reise gehen soll, was sie davon haben und weshalb sie diese Reise mitmachen sollten, weil auch das bei dem Element Mitarbeiterbindung eine große Rolle spielt. Mit guter Kommunikation vorangehen. Und anschließend würde ich die nötigen Veränderungsimpulse setzen und Stück für Stück die Säule einer modernen Arbeitsform einführen und dabei ohne Rücksicht tradierte alte Zöpfe abschneiden. Und das geht nicht per Order the Mufti, indem ich 2 PowerPoint-Folien verschicke und sage, ab Montag ist es so, sondern ich muss das... Ab Montag 9:30 Uhr. Genau, am Montag 9.30 Uhr sind wir jetzt ein modernes Unternehmen und Agilität steht vorne. Das wird ja so nicht funktionieren. Also wenn ich die Menschen nicht mitnehme bei meiner Reise und die auch nicht wissen, warum sie die Reise mitmachen sollten, werde ich scheitern. Okay, Kommunikation, Training etc., das passiert nicht von alleine, nehme ich daraus mit. Nee. Du hast ja gerade schon das Beispiel mit dem Glaser. Ja, das sehr, sehr nachvollziehbar ist. Klar, er kann nicht alles machen wie vielleicht ein Büroarbeiter, der primär am Laptop arbeitet. Nehmen wir jetzt mal eine Organisation wie ein Krankenhaus oder auch eine Altenpflegeeinrichtung. Da ist es ja so, hier benötigen die Patienten und Bewohner eigentlich permanent Mediziner oder Pflegekräfte, die sie behandeln bzw. betreuen. Schränkt so eine Rahmenbedingung grundsätzlich die Anwendbarkeit von New Work Arbeitswelt 4.0 ein oder schließt sie sogar aus oder sagst du, auch hier ist es sinnvoll, auf das Thema zu setzen, vielleicht in einer anderen Form, anderen Art und Weise? Es ist total sinnvoll, darauf zu setzen.
Und nehmen wir mal, also wir nehmen jetzt egal welchen Job und schneiden den mal in Tätigkeitsbereiche. Mhm. In jedem Tätigkeitsbereich gibt es Papierkram zu erledigen. Und auch derjenige, der als Altenpfleger oder als Facharzt in einer Klinik arbeitet, diejenigen haben natürlich sehr viel operative Tätigkeit. Ich kann zwar jetzt aus einer Leitstelle heraus digital im Rettungswagen einen Patienten behandeln, aber ich kann halt ganz schlecht von zu Hause jemanden pflegen, der gerade in einer Alteneinrichtung ist als Beispiel. Mhm. Aber Papierkram, Dinge, die mit Planung zu tun haben, Schichtsysteme ausarbeiten. Für diese Dinge muss ich mich nicht an einen PC setzen, der in einem Büro steht, irgendwie 30 Kilometer von mir zu Hause weg. Das kann ich genauso gut zu Hause machen. Und es geht immer darum, wie logisch kann ich denn meine Tätigkeit schneiden und welche Möglichkeiten der Flexibilisierung habe ich dort? Das ist dann wirklich nur auf diese beiden Elemente Arbeitszeit und Arbeitsortflexibilisierung. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viel mehr, was mit Arbeitswelt 4.0 einhergeht. Also wir haben über Partizipation gesprochen, über Augenhöhe, über Verantwortungsübernahme. Ich habe da so ein super geiles Beispiel gehört von einer Versicherung. Die Versicherung hat eine sehr hohe Schadenregulierungsquote, deutlich über dem Branchenschnitt. Und der Vorstand hat entschieden, dann erhöhen wir die Mit- und Freizeichnung von jetzt 4 auf dann 8 Personen. Das heißt, 8 Personen mussten diesen einzelnen Schadenregulierungsfall mitzeichnen. Und die Schadenregulierungsquote hat sich noch weiter verschlechtert. Man hat dann eine Unternehmensberatung beauftragt, die sollte sich den Prozess angucken, weil man es nicht verstanden hat. Man hat gesagt, ich habe jetzt 8 Spezialisten in diesen Prozess eingebunden und trotzdem verbessert sich das nicht im Branchenschnitt. Die Unternehmensberatung hat empfohlen, delegiert die Verantwortung auf den Sachbearbeiter. Habt ein Vier-Augen-Prinzip auf Sachbearbeiterebene und ab einer kritischen Schadenregulierungshöhe bindet ihr noch die darauf folgende Führungskraft ein. Mhm. Das heißt, von 8 Freizeichnungen wieder runter auf eine. Und die Schadenregulierungsquote besserte sich auf ein Niveau, was mittlerweile in der Top 3 der Branche liegt. Wow. Was lernen wir daraus? Ich muss Mitarbeiter, ich kann halt nicht mehr so führen wie in den 80ern. Was sehr viele Unternehmen aber heute noch tun, weil es eben diese sozialisierte und tradierte Form von Führung, die ich selbst gelernt habe in den Unternehmen, weil die sich bis heute noch hält. Ich muss anfangen, meine Mitarbeiter ernst zu nehmen und zu 100% befähigen. Es bringt mir nichts, wenn ich Leute rumsitzen habe, die einfach nur Papier beschreiben und mir das geben und ich dann quasi die Abzeichnung vornehme. Ja. Verstehe. Das ist ein super Beispiel. Zum Schluss auch sehr ermutigend, finde ich, für die Führungskräfte. Viele klagen ja auch über Arbeitsüberlastung. Das war doch ein perfektes Beispiel dafür, wie man Führungskräfte oder auch in dem Falle sogar Kollegen, die unnötig belastet worden sind, die Belastung runternimmt und dem Einzelnen mehr Verantwortung gibt. Also genau. Gutes System. Ja, dann wäre meine Abschlussfrage noch, hast du vielleicht noch einen Tipp, wie derjenige, der sagt, ich möchte das Thema gerne vertiefen, was er machen kann? Gibt es ein spezielles Buch, was du empfiehlst zu dem Thema, auf deinem Blog, was auch immer? Auf meinem Blog www.reif.org, da gibt es eine Menge Informationen. Es gibt aber auch viele andere Blogs in dieser Blogosphäre, die sehr, sehr gut dieses Thema New Work permanent bespielen. Wer sich ein Stück Papier in die Hand nehmen möchte, dem empfehle ich von Laszlo Bock, das ist der ehemalige People Leader von Google, das Buch Work Roots, wie Google die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verändert. Ja. Laszlo ist auch einer der Vordenker, die versuchen, das, was jetzt unter New Work überall diskutiert wurde oder wird, so ein bisschen an praktischen Beispielen zu erklären, wie schafft es eigentlich eine Firma, die maximale Motivation und Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu heben und versucht daraus Innovationsfähigkeit zu generieren und am Ende auch margenorientiert und resultatorientiert die Belegschaft in die Zukunft zu bringen. Und am Ende, in jeder Firma zählen Zahlen. Also ich muss den Umsatz erhöhen, ich muss die Marge erhöhen, ich will Geld verdienen. Und das geht eben nur, wenn ich Mitarbeiter habe, die das auch können und wollen. Aber wenn ich eine Truppe habe, die innerlich schon gekündigt hat und nur noch von 9-to-5 da rumsitzt und ihren Arbeitstag absitzt, dann werde ich enden wie Kodak und wie Nokia.
Okay. Jo, vielen Dank, Markus. Das war sehr aufschlussreich. Ich denke, jeder, der vorher nicht wusste, worum es in dem Thema geht, hat jetzt eine Vorstellung davon. Und dank deines letzten Tipps, wer will, kann es auch vertiefen. Von daher besten Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, Lars. Auch dir als Hörer danke ich für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Bis bald, dein Lars Holdorf. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn auch euer Unternehmen eingehende Bewerbungen endlich schneller bearbeiten und dabei gleichzeitig intern eine Menge Zeit und Kosten sparen soll, dann solltest du dich mit Dr. Lars Holdorf über das Thema E-Recruiting-Software unterhalten. Damit könnt ihr übrigens direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn mit einer wirklich guten Software könnt ihr auch sofort euer Onboarding automatisieren und auf ein neues Niveau heben. Gehe dazu jetzt einfach auf www.drholdorf.de/e-recruiting und buche dort ein kostenloses Beratungsgespräch.